Hallo, liebe Leute! Wir sind in Vertigo, Stadt des Déjà-vu. Und bin ich schon mal ganz gespannt darauf, welches Déjà-vu mich da wohl erwartet. Die ist aber nett zu mir. Ganz ehrlich. Boah, bringt Feinde noch her zu mir. Das ist sehr freundlich. Fancy bumping into you here. Out to find some answers about your past, are we? You've quite the familiar face, and using the same powers, but you'll have to forgive me. Do we know each other? Same powers? Don't make me laugh. Your little dip in that lake has left you a bit rusty. I've been high and dry for 20 years now. The only rust on me is from the lack of any real challenge. Perhaps you're up for the task. You've already disappointed me. This is a moment I've long desired. But you've forgotten your destiny and wasted the past 20 years. You're right. I do seem to be having trouble remembering things of late. Would you be so kind as to take it from the top? Two overseers, the eyes of the world. They are the power behind everything. Jean, as heir to the clan, the time has come for you to prove your right to fight under the Umbran name. You may select opponents of your choice. Then allow me to face the outcast. None! Helene Kiadagat! The child is of impure blood. Challenging her would be a violation of our tenets of faith. It would not be the first time we faced each other. Kiad? Will you face me in this hallowed arena? Well, if I must. But I pray you've got a little something for me in return. You know, I'm very fond of stuffed animals.
Silber für so einen harten Kampf, ey. Oh Gott, gegen mich selber kämpfen ist immer schwierig. So, ab jetzt wird's richtig verwirrend. Jetzt kann ich richtig irgendwo hochklettern. Oh. Was sind. Warum gibt's die? Der Vater oder was? Mein Gott. So sich. Oh mein Gott. Warst du schon? Wahrscheinlich nirgends verlaufen jetzt hier. Was kommt denn jetzt? Ja, Gott sei Zeiten, was ist denn jetzt los? Ah. Nur bei klarem Vollmond. Schließen. Okay, einen Haken muss es ja immer irgendwo geben, ne? Das ist ja logisch. Jetzt wieder prügeln. Hexenzeit. Soll ich den Hexenzeit jetzt herkriegen? Ah, jawohl. Da ist man leicht abgelenkt. Ah, eine schwarze und eine weiße Katze. Ist ja schön gemacht. Ich finde es geil. Ich finde es immer überwältigend, sowas. Aber dann brauchst du mal hochzugehen. Kann ich echt werfen? Geil. Ah, in der anderen Welt passiert irgendwas? Und was jetzt? Wurde einfach mit reingezogen? Okay. Das ist ein Schambolzen. Oh. Ein Schambolzen. Schambolzen Alarm. Do you believe in fate? Nein, glaube ich nicht. Fate brought us here together and it will never tear us apart. Ein Idiot.
Tödliche Kraft anzuwenden. Tödliche Kraft vor allem. Nach oben. Das wird man dich loben. Sayonara. Ah. Fleur de cirée, eau de parfum. Such a wonderful floral bouquet. With its subtle hints of rosemary. You know, in the language of flowers, rosemary equates to remembrance. Okay, der kann die wahrnehmen. Which doesn't quite equate to you, now does it? Bayonetta! Shit! Will you stop that? Little Bargon Enzo was a nice touch. Seeing you here, I suppose it wasn't the only one. You've certainly bloomed, haven't you, my little Cheshire Puss? I'm not your pet. The name is Luca. A name you'd better remember. Damn it. You can't just run away from me like that! I know what I saw that day! Was hat er denn gesehen? Der Gute. Oh. Ah, okay. Your kind. Sure, my colleagues laugh at me for chasing fairy tales, amongst other things. But I know they're real. I know the truth. The smell. The same smell that clung to the air the day my father was murdered. Which means I'm right on your doorstep, Bayonetta. I'll let you in on a little secret, Cheshire. My name is Luke. You need to hone your sense of smell, my dear. There's no rosemary in the perfume. After all, rosemary's a demon repellent. Ah, okay. Und rein damit mit dir.
Ich brauche Heilung. Wo ist Heilung hier? Ich kann nicht wegen Heilung brauchen. Kann er etwas mit, ne? You only run away so fast because you've got something to run from. Me. Me forever. Mich. Die ist genau hinter dir. Silber, ja, ist aber so, Heilung. Nein, vielleicht. Nicht wirklich. Okay. Die U-Bahn. Ich habe kein Leben mehr, Leute. Was ist denn das jetzt da? Oh, Angel ist auch wieder. Alter Schwede. Das finde ich klasse. Das finde ich klasse. Gold. Jupp. Sauber. So muss das. Oh nö. So kann ich echt hochspringen, ne? So, warte. So. Haben wir den jetzt schon mal gut angeschwächt. Ja, hier ist es normal, ne? Nur mal zum Mitschreiben.
So, ja, ist ein Dreck jetzt. Was ist denn das da hinten jetzt? Wieder die Musikplatte, ja? Wahnsinn. Silber, ne? Immerhin Silber. Was habe ich die Musik gemeint? Die goldene EP. Schaut, schaut. Da hinten ist wieder eine Herausforderung oder sowas. So, wie Sie sehen, es wurde wohl schon lange nicht mehr benutzt. Kann man doch mal rein und was kaufen? Aber ich kaufe dann im nächsten Kapitel erst was. Genau, und da war sie schon wieder fast nackt. Die Statue ist wieder repariert. Kann ich wahrscheinlich wieder schmeißen oder so ein Kies. Yep. Gut, okay. Sie brauchen eine Mondperle. Oh, cool. So. Lutscher, Lutscher. Jetzt habe ich Objekte hergestellt. Das finde ich immer ganz schlecht, wenn ich Objekte nutzen will. Gott. Das reicht zeitlich, ja, ne? Drüber! Das ist natürlich auch sehr gut gemacht. Kann man nichts dagegen sagen, also ich find's geil. Nach wie vor. Ja, das muss gesteckt, nein. Hätte sich jetzt angeboten, muss ich ehrlich sagen. Hm? Den hat's jetzt auch gehört. Das ist in ihrer Welt. Ne, es ist ein Mädchen. Es ist nahe dran an ihrer Welt. Kinder. Ja, Kinder haben sowieso erhöhte spirituelle Kraft. You've played enough hide and seek, my scurrying little friend. Just a child? What are you doing running around Vigrid? You're certainly not dressed in your Sunday best. Oh Gott, Bayonetta.
Oh. Ah, okay. Flashback, ja? Au, das tut richtig weh, ne? Aua. Oh Gott. Ah ja. Au. Ein Stück Kapelle abgebissen. Ah, da habe ich jetzt gesessen. Achtzig, 100. Wieder ein Stück Kapelle. Spinnst du? Ah. Gigatonnen. Bronze. Toll. So. Das war Kapitel 2. Ach, na gut. Platin und... doch, ich krieg wieder diese. Ich habe Steine erhalten. Ich bin in das Spiel echt nicht gut, aber... Sephiroth sagt auf jeden Fall auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal bei Bayonetta.